Willkommen zurück zu einem kleinen Exkurs in 7 Days to Die. Oh. Tag 67, 4 Uhr. Und mir ist natürlich auch wieder kalt. Das ist natürlich nicht so angenehm hier. Ups. Ich habe nämlich hier alles schön mit Licht. Alles schön mit Licht gemacht, etc. Ich habe auch mal euch links die FPS eingeblendet. Weil ich habe dann, als ich das nämlich komplett fertig hatte, ich habe hier den ersten Garten mit Licht ausgestattet, habe das Treppenhaus eben komplett oben bis unten mit Licht alles ausgestattet. Und ihr seht auch schon, ich habe jetzt immer noch hier Fackeln auf Yang, weil das Ganze teilweise nicht mehr spielbar war. Jetzt seht ihr hier schon leicht ruckeln, aber das kommt auch automatisch mit der Aufnahme drin. Und gleich werden wir das noch krasser haben. Eben. Also ohne Aufnahme mit den normalen Fackeln zwischen 50 und 60 FPS. Wenn ich denn das Licht angemacht habe, zwischen 20 und 40, stark schwankend immer. Jetzt seht ihr da schon runter, dass es auch abwärts geht auf 34, pendelt es sich ein, 33. Aber jetzt merkt man es doch schon wirklich doch deutlich, vor allen Dingen, wenn man dann ja immer mal in den Garten rumwandert, etc., geht das doch deutlich runter mit den FPS. Und das fängt dann doch teilweise extrem stark ans Ruckeln. Vor allen Dingen, wenn man den ein bisschen länger gespielt hat oder sowas, denn also dann geht das wirklich richtig stark runter. Und dann können wir noch mal ganz runter gehen. Es pendelt sich immer mal spontan mal auf 40-50 FPS ein, braucht dann aber ein paar Sekunden und dann war es das wieder gewesen. Ich habe hier alles schön mit Licht gemacht, hat so viel Mühe, so viel Aufwand betrieben hier alles etc. Und dann weiß ich nicht, ach nee, hier unten ist auch schon an. Hier unten geht es denn einigermaßen. Also das hier unten werde ich, denke ich, mal so lassen. Weil das doch relativ gut ist zu spielen hier. Oder ich weiß nicht, ob ich es denn doch die äußeren wegnehme und nur die innere Beleuchtung lasse denn. Also, dass man hier Fackeln aufstellen, dass denn doch die Rate ein bisschen größer ist, aber sie geht eigentlich. Ist, naja, gerade so vertretbar, aber da bin ich, naja, mal gucken, wie es sich die nächsten Runden verhält. Wenn nicht, kommt da das Licht wieder raus. Aber wenn ich hier ringsherum erstes, und oh, hier schaffst, bin ich erst hier. Wenn ich den hier oben bin, weil ich jetzt denn wirklich hier gehabt, dass ich hier irgendwie rumgestammelt bin, falsche Box und das ist immer ganz schön blöde. Eben hier hinten draußen geht das Ganze dann wieder. Wenn ich hier bin, sollte es sich so langsam einpegeln, obwohl jetzt ist es eigentlich auch relativ durch 60. Ja. Wenn ich dann wieder hier in Richtung Crafting-Raum komme, das ist dann doch ganz schön niedrig, das Ganze wird gelb. So. Jetzt mache ich das hier aus. Jetzt normalisiert sich das so ein bisschen. Hier ist oder so in diesem Crafting Raum, dadurch, dass hier verschiedene Sachen drin stehen, doch relativ die FPS-Zahl immer niedrig. So, aber hier draußen sackt sie kurz mal ab. Und dann geht's eigentlich immer noch. Ist aber zumindest schon deutlich angenehmer zu spielen, obwohl ich noch im Hintergrund mit aufnehme alles, passt das eigentlich soweit, denke ich mal. Weil jetzt auch hier mache ich hier wieder an, eben. Jetzt geht's mal wieder, obwohl eben bei 26. Oder ich überlege, ob ich es doch lasse. Was würdet ihr machen? Würdet ihr das ein bisschen hier ruckle in Kauf nehmen für schönes Licht? Oder doch lieber die Fackeln lassen? Das könnt ihr mal unten in den Kommentaren schreiben. Ja. Wie ihr das ja eventuell selber machen würdet. Weil das sind ja auch Haufen Ressourcen, die da weggehen. Eben, aber die gehen eigentlich noch, weil die bloß die Elektrokomponenten drin haben.
Nicht Komponenten, sondern was sind das? Die Electrical Parts und die Komponenten nicht haben eben, weil die haben ja auch drei oder vier die Parts drin, Komponenten drin. Und die Parts kann ich mir zumindest schon selber mit herstellen. Da muss ich aber noch mal ein paar Sachen anstellen, weiß ich nicht. Hier habe ich noch mal 50 Stück. Deswegen irgendwo hatte ich da noch mal welche eingeschmissen gehabt. Aber ja. Natürlich sieht, wenn hier das ganze andere Licht weg ist, sieht schon richtig ja, wie ein unterirdischer Bunker aus. Aber natürlich eben mit der Ruckelei ist natürlich dann nicht so schön. Aber ich werde mal sehen, wie ich es lasse. Ob schön im rötlichen Licht oder in kaltweiß. Ja, kaltweiß sieht auch nicht schlecht aus, direkt nach Bunker etc. Und das sieht so ein bisschen antikmäßig aus. Naja. Auch wenn man jetzt hier nur steht, 28, 27 FPS. Das ist schon selbe Stelle, mal ohne Dings. 51, 50, 48. Das ist natürlich schon deutlich höher. Naja. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, was ihr machen würdet. Ruckeln, weißes Licht, nicht ruckeln, schöne Fackeln überall. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Also bis dann, ciao.